Hey, ich bin betäubt. Was soll das? Was soll das? Was soll das hier? Jawohl, werde gekillt. Juhu, hallo, servus und wieder zu einer neuen Runde Plants zum Garden Warfare 2 und wie versprochen spielen wir heute die Eisen-Zitron, mein erster legendärer Charakter, neben dem Computerwissenschaftler und Disco-Schnapper. Und ja, was gibt's zu Eisen-Zitron zu sagen? Erstmal seht ihr es links unten, 250 Leben, verdammt krass, verdammt viel Leben, dafür ist sie auch echt langsam, was, ja, es nervt ein bisschen, aber es hält sie noch in Grenzen. Ihr werdet es nachher vielleicht eh sehen. Gerne sind sie uns nicht sehr schnell, aber die ist wirklich sehr, sehr langsam. Und ja, der Schaden ist in Ordnung, vor allem weil es ein Einzelschusscharakter ist. Also man kann ihn, kurz gesagt, man kann ihn ein bisschen vergleichen wie ein Panzerkommandant von den Fußsoldaten. Einzelschuss, 50 Schaden, ich weiß, Panzerkommandant macht glaube ich 70 oder so. Ich glaube 70. 50 Schaden, direkter Treffer. Sonst natürlich kleinen Umgebungsschaden. Und wenn er im Eisenmodus ist, die gute Eisen-Zitron, macht sie, glaube ich, nicht mehr Schaden, aber sie macht 3 Schüsse hintereinander, ohne dass sie nachladen muss. Vielleicht sehen wir das heute noch, je nachdem, wie wir hier jetzt dann gleich einnehmen. Natürlich, wenn man jetzt weiter weg von dem Charakter, von dem Gegner ist, macht er weniger Schaden. Ich glaube, so 24 macht er minimal Schaden. Ist zwar nicht viel, also ist eher ein Einzel-, ist eher ein Nahkämpfer, würde ich sagen. So, nehmen wir, glaube ich, 4 Kills, bis man. Oh, scheiße. Bis man den Eisenmodus erreicht hat. Gemeinsamer Abschuss zählt bei der Eisenzeit schon leider nicht. Aber es zählen Bots-Abschüsse, glaube ich. Irgendwie so war das. Gemeinsamer Abschuss weiß ich, die zählen auf alle Fälle nicht, was ich sehr schade finde. Ich traue mich mit ihr auch nicht weiter vor, wirklich. Es ist ein bisschen schwierig zu spielen, weil eben sie macht den meisten Schaden im Nahkampf. Und wenn man aber zu weit vorgeht, man ist nicht wirklich flink. Man macht halt auch viele Vorlagen. Was mir in letzter Zeit vorkommt, dass es bei allen Situationen so ist. Aber schießen wir mal da rein. Das ist auf alle Fälle keine schlechte Situation. Ich habe aber gehört, dass wenn sie eben, wie ich sie jetzt habe, mit kaum Verbesserungen, ist sie nicht so gut, aber mit diesen, ich glaube, 2 Nachladeverbesserungen hat sie wieder, soll sie richtig gut sein. Also da kann man dann was machen. Ich glaube, eine Schadensverbesserung hat sie, glaube ich, nicht, wenn ich mich jetzt an ihn erinnere, aber 1 oder 2 Nachladeverbesserungen. So, einen halben Eisenmodus haben wir schon mal. Ich habe zum Glück ein bisschen Unterstützung. Yoshi, Leon und ich weiß nicht, ist Kitty auch da? Sehe ich gar nicht da. Kitty sollte vielleicht auch da sein. Die helfen mir hier ein bisschen. Schauen wir mal, gehen wir ein bisschen weiter vor. Ich will aber nicht, wie gesagt, zu weit. Ich möchte euch unbedingt den Eisenmodus zeigen. Ich habe ihn schon ein paar Mal erreicht. Also, kurz gesagt, am einfachsten ist dieser Spezialmodus eindeutig beim Computerwissenschaftler. Am schwierigsten bis jetzt würde ich sogar sagen, bei der Eisen-Zitron. Disco-Schnapper geht eigentlich noch. Und Computerwissen. Ah, nicht, wie ist der? Giftbrains. Ah, habe ich ja noch nicht. Ja, danke, dass du mich da blockt. Danke, dass du mich da hältst. Das ist sehr nett. Ja, wir nehmen ein. Das ist sehr gut. Jawohl. Und ein bisschen habe ich noch mehr. Und die nehmen da zum Glück ganz gut ein. Das heißt, ich gehe jetzt ein bisschen sogar auf Serie, kann man sagen. Natürlich gegen Wichte kann er ganz gut sein. Aber muss man auch genau treffen. Jetzt muss ich weg. Jetzt muss ich da schnell weg. Das Gute ist, weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn man gekillt wird und sich respawnt, ist natürlich dieser Eisenmodus-Fortschritt weg. Ist logisch irgendwie. Ist also eine Art Abschussserienbelohnung wie in Call of Duty oder so. Aber wenn man stirbt und wiederbelebt wird, ist der Eisenmodus-Fortschritt noch da. Das ist eben auch ein Grund, warum ich hier mir ein bisschen Sonnenblumenunterstützung erlangt oder hinzugeholt habe. Oh, schau. Gemeinsamer Abschuss. Und es ging nichts weiter. Okay, der ist down.
Ja, die kommen da, bekommen da auch einiges an XP. Ja, und oh, dort. Oh, eine Vorlage. Lass mich doch vorbei, dankeschön. Nein. Ich entschuldige mich dafür, dass ich da ein bisschen defensiv spiele. Aber wisst, ich mache das nur für euch. Ja, komm bitte holen wir dieses scheiß Ding da weg. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm schon, bitte. Oh ne, wahrscheinlich gemeinsamer Abschuss, oder? Ja, war klar. Was? Bin Tor, bin down. Schau mal, vielleicht beleben mich die jetzt wieder oder auch nicht. Nein, mich belebt wirklich keiner nieder. Bitte, irgendwie. So ein scheiß Pech. Egal, probieren wir es nochmal. Wie es aussieht, die werden wir hier eh alles einnehmen. Ich gehe jetzt ein bisschen offensiver rein. Scheiß drauf. Jawohl, und die 1. Oder ich könnte auch auf Bots gehen, aber Bots habe ich da bis jetzt noch nicht viele gesehen. Also mit Bots meine ich Zombots. Ich glaube so einzelne, also Zombies, die was herumlaufen, die man in den Erdhaufen setzt, sondern das funktioniert hier gar nicht. Vergessen. Ach na, die Geschwindigkeit ist noch echt sehr lange. Ja, das ist schön verfehlt. Applaus für mich. Ebenfalls schön verfehlt. Und wo ist der Wicht? Da ist er. Ach Jungs, was war das jetzt? Ah, eine ZPG von oben. Alles klar. Mal schauen. Ich hoffe, ich schaffe den noch. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Soll ich versuchen einzunehmen? Ist ein bisschen schwierig mit der Zitron, aber mal schauen. Probier es mal. Ja, komm. Ja, gut, der ist da. Und da ist Panzerkommandant gegen Eisen-Zitron. Wie gesagt, sehr ähnlich. Zwei. Jawohl. Und ich nehme eins. Sehr schön. Ah, nein. Hey, jetzt schaut's gut aus. Jetzt brauche ich, glaube noch einen oder zwei Kills. Weil ich da auch diesen Heilungsbot da gekillt habe, habe ich da jetzt was dazu bekommen. Ah. Wie so eine Vorlage. Ich habe den, glaube ich, 75 Schaden abgezogen. Frechheit. Ah, und Level 10 bin ich auch gleich wieder. Schauen wir mal, schaffen wir es bei dem hier. Bei dem Dude. Ja, war das jetzt, war mein Kill? Einer fehlt noch. Okay, man braucht anscheinend 5 Kills bis zum Eisenmodus. Und das weiß ich nach 19 Leveln. Alles klar. Oh, nee. Fuck you. Oh. Mhm, der hatte seine Kanone ausgepackt. Bleib mal ein bisschen hinten, weil jetzt möchte ich wirklich nicht sterben. Das ist noch ein Kill. Warte, vielleicht ist hier irgendwo ein Bot? Nein, hier ist kein Bot. Oh, ja, der hat mich gekillt, einen Schuss rein. Ach, kein Bot. Aber da haben sie keine Bots, die sie setzen können. Jetzt aber. Jetzt gleich. Jawohl, und im Eisenmodus bin ich. Zack, zack, zack. Und nachladen. Zack, zack. Nein, vier. Oh, wie viel Schuss habe ich denn da? Ich dachte 3. 5 habe ich sogar. Geil. Und die machen. Nein, machen nicht weniger Schaden. Da habe ich jetzt weniger Schaden gemacht, weil der im Geschütz war. Im Grunde mache ich immer, glaube ich, 50. Ja, das ist aber sehr schön gerade.
Okay. Habe ich den Eisenmodus doch ein bisschen mehr unterschätzt, als ich dachte. Ich meine, er wusste, dass er gut ist, aber 5 Schuss. Applaus, nicht schlecht. Gut, vielleicht schaffen wir ihn ja noch kein zweites Mal. Ist auf alle Fälle machbar, glaube ich. Und? Oh, das war schlecht daneben. Der ist nun eh so durchgestanden. Jetzt aber. Der ist so durchgestanden. Hey, da ist noch ein Mech. Holen wir uns den. Seine Waffe heißt übrigens Mechbrecher. Also seht ihr die ganze Zeit schon unten. Aber ich finde, so gut gegen Mechs ist die gar nicht. Die ist vor allem, ja, gegen Wichte ist sie schon gut. 50 Schaden eben. Aber gegen Mechs... Ja. Es gibt, glaube ich, bessere Möglichkeiten, den Mech zu killen. So, ich roll mich mal davor. Ja, gehen wir mal da links. Ah, das sind mal... Ah, scheiße. Fail. So, da ist irgendwo ein Brains, habe ich gesehen. Da unten vorne ist der. Laterne. Ah, nein, ich habe kein Schild. Ich dachte, ich habe ein Schild. Das war Luck. Jetzt habe ich ein Schild. Nein! Das war auch Luck. Komm schon, bitte hol den Papagei. Habe ich ihn erwischt? Ich habe den Papagei erwischt, oder? Ja, ich habe ihn erwischt. Geil. Sie sind da oben auf dem Dach. Nur wo? Oh, da sind Frühstück-Brains. Weg da, weg da, weg da. Ich flüchte zu Leon. Kann mir helfen. Und er... Er sieht mich nicht. Hilf mir! Hilf mir! Er läuft weg von mir, scheiße! Ich sehe da nichts, da sind so viele bunte Lichter. Yoshi! Dankeschön. Da, vielleicht hole ich mir diesen Wissen genau zwischen den beiden durch. Ah, da ist noch einer. Das überlebe ich nicht. Das überlebt. Na ja, komm klar. Wie viele Scheißgranaten habt ihr denn noch? Teigklatscher, das ist ein lustiger Name. Jawohl, und er hat mich wiederbelebt. Aber ich. Boah, diese. Ich komme manchmal echt nicht klar mit diesen ganzen Effekten hier. Und Applaus für mich. Vielleicht lebt mich wieder. Ja, die. Ja, zumindest. Es war zwar keine Sonnenblume mehr, aber zumindest was. Ich habe zumindest schon die Hälfte vom Eisenmodus fertig. Und vielleicht kommt da jetzt auch gleich eine Sonnenblume. Ah, da ist Leon. Also im Strahl. Ich sollte da ein bisschen flüchten. Ich gehe mal zurück da. Ja, genau. Dich wollte ich. Und nehmen wir ein, ja, wir nehmen gleich ein. Und jawohl. Ich glaube, 2 Kills brauche ich noch. Ein Kill brauche ich noch. Wo soll ich hingehen? Wo soll ich hingehen? Ist das so clever, und da, wenn ich jetzt noch einen Kill brauche? Jawohl, das ist clever. Ey, ich bin betäubt. Was soll das? Was soll das? Was soll das hier? Ich bin durchgehend betäubt gewesen, durch was auch immer. Jawohl, beide gekillt. Und ja, man leuchtet dann so, genau, das habt ihr noch nicht gesehen. Man ist halt dann... Man leuchtet halt extremst, man glüht praktisch. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen im Endlichkeitsmodus, da glüht ja diese gigantische Eisenzeit schon auch so viel. Gut, wie viele Kills haben wir eigentlich? 24, bin zufrieden, kann man lassen.
Oh, der Ritchie, der Grand Steel da. Gib ich ihn trotzdem nicht. Ah, gegen den Chemiker habe ich keine Chance. Nein. Da haben jetzt von zu vielen Seiten Leute auf mich geschossen. Standard-Wichtermeister. Muss sein. Wo gehen wir hin? Schauen wir mal, vielleicht gewinnen wir das. Okay, nein, da mit dem lege ich mich nicht an. Da flüchte ich mal gekonnt. Nein, der hat es aber auch nicht auf mich ab. Nein, ist ein Papagei, ist das. Der, was da auf mich schießt. Geh mal da runter. Ja, wo jetzt schon wieder? Ich glaube, der war hinter mir, ja. Ja, da sind jetzt ganz schön viele Zombies ziemlich an der Front. Okay. Da sind ganz schön viele Zombies an der Front. Das ist natürlich der erste Zustand jetzt nicht optimal. Da wäre eine Gift- oder Elektrozytin wesentlich besser. Jawohl, noch besiegt. Was? Von wo jetzt schon wieder? Dankeschön. Da steht er nur ganz ruhig da. Na gut. Oh, wieso habe ich den nicht getroffen? Da steht eh auf Kader. Eins. 2, 3. Da vielleicht ein paar Vorlagen. Weg da, weg da, weg da. Vielleicht sind da irgendwo Bots, die ich killen kann. Das wäre mir natürlich am liebsten. Da ist einer. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie unfair, wenn man das mit Bots auch machen kann. Stell dir vor, da stehen hier 5 Bots herum, was ja nicht so selten ist. Die wehren sich nicht wirklich. Also nicht wirklich stark, nicht so stark wie echte Gegner. Und du bist mit dem Eisenmodus, der was ja extrem stark ist. Ich weiß gar nicht, gilt das auch mit diesen Heilstationen, wenn man die killt? Ich glaube nicht. Ah, lass mich zurück da! Oh, okay. Oh Mann! Was war das jetzt schon wieder? Ah, der Partywicht. Aber da ist leider gar keine Sonnenblume in meiner Nähe. Der wird mir heute. Nein, der wird mich auch nicht teilen. Okay, dann halt nicht. Es war kurz vom Eisenmodus. Ich glaube, ein oder zwei Kills hätte ich noch gebraucht. Wie es ausschaut, nehmen wir das hier eh nicht ein. Der letzte Garten wird oft verteidigt hier. Will ich den noch? Na, ich nicht, aber der andere Typ. Oh, und da ein Party-Mech, 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 Party-Mech. Elf Leben, da traue ich mich nicht vor. Ich könnte dazu Yoshi gehen. Dankeschön. Der bekommt da einiges an XP jetzt gleich. Mache ich dir doch gerne. Und das Spiel ist in einer halben Minute zu Ende. Wenn wir noch wenn wir nicht einnehmen. Schauen wir mal, vielleicht schaffe ich es ja noch da ein bisschen. Obwohl, ich glaube, das sind einfach zu viele gerade im Moment. Es sind allein 3 Leute im Garten und rundherum auch sehr, sehr viele. Ich kann ja nur noch versuchen, ein paar Vorlagen abzustauben. Oder auch nicht. Oh, der hat mich schön geholt. Muss ich ihm lassen. Den habe ich gar nicht kommen sehen. 7, 5. 7-5, genau. Toll kannst du zielen, Koala. 3, 2, 1. Und wir nehmen gerade noch ein. Extra Zeit. Wenn wir jetzt noch einnehmen. Nein. Dachte ich mir schon fast. Wäre auch meiner Ansicht nach nicht verdient gewesen. Aber gut, wir haben zumindest 4 von 6 eingenommen. Friedhöfe eingenommen. Oh, ich bin schon am Siegertippchen. Vorlagenmeister. Naja, das wird man echt oft.
Als Gift-Zitron und auch als Eisen-Zitron. Gut. Ha, genau 97.000. Das ist geil. Die auch noch gerade. Hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Statistiken, genau. 28 zu 11, ich finde das, ja, 28 zu 11, finde das kann man lassen. Ist ganz in Ordnung. Gut, das ist der Eisen-Zitron. Ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Und wenn ihr sie habt, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Eisen-Zitron findet. Das war's mal mit meinen legendären Charakteren. Ich habe jetzt noch die Party-Zitron, aber ich habe vor, die ganzen Party-Charaktere dann in einem Video zu machen. Weil die sind ja nicht so besonders. Und wenn ich den Gift-Brains habe, das wird noch ein bisschen dauern, denn ich werde jetzt da auf meine 5 Millionen aufsparen für das nächste DLC. Gut, das war's. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.